Guten Tag, Kollege. Du fährst heute die RB 86 745 nach Altenburg. Warte bitte in Marienbaum den Gegenzug ab. Da es nur zwei Züge gibt, dürfte es keine Probleme geben. Gute Fahrt. Ja, und damit herzlich willkommen zum Let's Play Train Simulator 2015. Wir fahren hier heute mit der Baureihe 628 von Rail Traction. Wir schalten in der Zwischenzeit einfach mal, weil ich Wuppertaler bin, auf Wuppertal Hauptbahnhof. Wir fahren zwar nach Altenburg, aber ja, was gibt es zu diesem Szenario zu sagen? Es ist mein eigenes. Ich werde in die Railworks Community einsteigen und Szenarios erstellen. Zum Beispiel, ich habe auch ein bisschen ausgestaltet. Hier hinten steht noch so ein 628er, hier hinten steht eine 103, auch wenn hier keine Fernverkehrszüge fahren, ist hier halt eine abgestellt. So, die Türen sind geschlossen, wir fahren ab. So, schalten wir doch mal eben schon mal das Licht an. Cabin Light. So, haben wir das auch eingeschaltet. Ja. So, da steht die 103. Wir machen doch gerade auch mal die Scheibenwischer an. Mit 40 wollen wir hier rausfahren. Also 40 ist hier die Maximalgeschwindigkeit. Momentan noch. Ja, das ist die Strecke Altenburg-Wildau. Die gibt es gratis zum Herunterladen. Die gab es auch letzte Woche im Livestream. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wann die Folge hier online geht. Die müsste am 16.10. im Livestream gewesen sein. Sowas in die Richtung. Moment. Ich habe letzte Woche Samstag eingemacht. Am 18. Am 18. war die im Livestream. Am 18.10. Das war die, wo der Frenkel zugeguckt hat. Das war der Livestream. Ja, ist eine kostenlose Strecke. Link in der Beschreibung. Ich werde mal gucken. Ich glaube, ich werde das Szenario auch hochladen, dass man sich vielleicht auch meine Szenarios runterladen kann. Zu jedem Szenario gibt es auch eine README, welche DLCs man benötigt. Ja. So, wir rollen doch einfach mal. Jetzt kommt eine 70er-Zone. Deshalb bremsen wir mal ein bisschen ab. So, ja, diese Strecke ist ein einziges Auf und Ab mit 70er- und 80er-Zonen. Jetzt kommen wir hier zum Beispiel in die 70er-Zone. Bremsen wir mal ein bisschen. Ist auch eine ganz interessante Hupe. Hier ist das Signalhorn. Einmal, es gibt da die Tiefe und es gibt die hohe Hupe. So, wir sind wieder im 80er Bereich, aber da hinten kommt auch schon wieder der 70er Bereich. Ja, man fährt hier recht pünktlich. Ich habe eine große Zeitspanne für das Erreichen der jeweiligen Bahnhöfe eingeplant. Einfach weil ich der Meinung gewesen bin, die Szenarios, die ich bisher gefahren bin, da war der Fahrplan immer zu straff. Vor allem, es ist ein Nachtzug. Wir fahren hier wirklich um 2 Uhr 27 durch die Dunkelheit. Ja. Warum denn auch nicht, ne? So. Jetzt kommt gleich der 80er Bereich. Schalten wir doch mal auf Stufe 1.
So, da kommt Marienthal. Das heißt, wir können hier jetzt anfangen zu bremsen. Ich weiß gar nicht, wie lange braucht der Zug, um zu bremsen. Wäre auch mal interessant. Wir fahren ihn jetzt einfach mal mit 60 in den Bahnhof ein, würde ich sagen. Ab 500 fangen wir an zu bremsen. Also, jetzt. Die Bahnsteige hier auf der Route sind ja recht kurz. Also hier passt ihr mit keinem Doppelstockzug in den Bahnhof hinein. Das werdet ihr jetzt gleich auch sehen. Also ja, wie gesagt, mein eigenes Szenario komplett ausgestaltet, Fahrplan habe ich gemacht. Geht auch schneller als in OMSI irgendetwas zu machen. Ja, das schaffen wir noch. Eindeutig. Aber viel schneller sollte man auch nicht in den Bahnhof einfahren. Vielleicht hilft es auch, was zu sanden. Wahrscheinlich ja. Gucken wir uns doch mal im... Okay, wir haben leider keine Passagieransicht. Deswegen gehen wir einfach mal mit 8 da rein. So, wir haben einen etwas längeren Bahnhofsaufenthalt hier. Anscheinend. Aber gehen wir hier doch mal rein. Die Züge sind bei uns in Wuppertal auch gefahren. Auf der RB 48. Ja. Kann sich blicken lassen. Ist auch einigermaßen realistisch. Hier war dann der verdeckende der Vorhang. Was ich mich gerade frage, ist, warum habe ich hier so eine lange Wartezeit? Muss ich gleich nochmal gucken, was da denn los ist. Wir lösen die Bremse. Und dann gucken wir doch mal bei 9 rein. Der nächste Halt ist dann Marienbaum. Und zwar ist das da. Wir gucken doch mal. Ist hier schon der Zug? Nee, da scheint er noch zu... Nee. Sind wir jetzt von den Schienen einfach losgerollt oder was? Da ist Zug 2. Da ist er unterwegs. Gut. In 6 Minuten kommen wir in Marienbaum an. Ja. Also die Strecke ist eingleisig, deswegen darf man hier halt keinen KI-Verkehr erwarten. Wäre ja auch etwas flachsinnig oder stumpfsinnig. Ja, wir sanden doch glatt mal ein bisschen. Und dann war schon wieder auf mit dem Sanden. Aber die Strecke finde ich echt schön, die ist wirklich lebhaft. Vor allem auch tags ist die echt schön zu fahren. Vor allem mir gefällt ja wirklich so ein bisschen dieser ländliche Touch. So, da hatten wir gerade eine Geschwindigkeitsüberschreitung. In 1 Kilometer kommt eine 40er Begrenzung. Wollen wir doch einfach mal ein kleines bisschen schon mal vorbremsen. Solange hier gleich nicht überraschend eine 40er Begrenzung kommt. Ja, also der Zug fährt, das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Jetzt können wir mal anfangen, auf 40 runter zu bremsen.
Und jetzt geben wir erstmal wieder Gas. Weil mit 60 würde ich das schon gerne fahren. Wir kommen sogar eine Minute zu früh in Marienbaum an. Also ich muss den Fahrplan doch wirklich nochmal ein bisschen anpassen. Wollten wir nicht bremsen? Emergency jetzt zwar nicht. Emergency, da würden wir ja erstmal zum Stillstand kommen müssen. So, 40er Bereich. Stellen wir die Bremse mal auf 4,7. Aber wir geben trotzdem Gas. Vier Komma zwei und dafür ab auf Stufe 5. Jetzt fährt er nämlich ungefähr mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Ja, es geht jetzt hier erstmal eine etwas längere Zeit nur durch den Tunnel. Und schon kommen wir aus dem Tunnel raus. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, da wäre das Ende gewesen. Nee, es geht hier weiter durch den Tunnel. Ich glaube, fast komplett bis Marienbaum oder so. Ja, ein bisschen geht's auf jeden Fall noch durch den Tunnel. Ja, also die Strecke ist wirklich, die ist so ein bisschen ländlich gehalten. Ist eine schöne Strecke. So. Ja, wir fahren hier einfach über mein Szenario, wie gesagt, ein bisschen. Ich werde es wahrscheinlich noch ein paar Mal öfters erwähnen. So, jetzt können wir nochmal auf Stufe 4 gehen. Und jetzt wieder auf Stufe 5. So. Jetzt dürfte es aber auch gleich aus dem Tunnel gehen. Und wir sind draußen. Und da kommt auch schon Marienbaum. So, in Marienbaum müssen wir auch etwas länger stehen. Ich glaube, da haben wir eine Standzeit von 6 Minuten oder so. So, jetzt kommt der Bahnhof. Vor allem unser Gegenkurs ist eine Doppeltraktion. Wir fahren hier nur eine Einzeltraktion. Wir fahren sogar im 928er Steuerwagen. Also der immer hinten mitläuft. Der nicht, wo der Motor drin ist. So. Unser Signal ist rot. Und wir stehen am Bahnhof. Da könnte man auch glatt, glaube ich mal, den folgenden Screenshot für machen. Dafür schildern wir aber jetzt einfach mal gar nichts. Und machen einfach so ein paar Screenshots. Und später gucke ich mir dann an, was am besten aussieht. Und einmal einen von unten.
Ja. So. Das war's in diesem Sinne auch. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge vom Let's Play Train Simulator 2015. Dann geht's hier weiter. Wir blockieren den Bahnübergang. Bis dahin und bye bye.